Ja, hier sind wir zurück in der Commerzbank Arena in Frankfurt beim Halbzeitstand von 2:0. Neben mir sitzt Oka Nikolov, der sich das Spiel ja heute in Anführungszeichen ganz in Ruhe von der Tribüne aus anschauen kann. Ne, Oka? Ja, leider Gottes. Es ist so und ich würde lieber unten auf dem Platz stehen, aber wir führen 2:0, da geht es mir auch schon viel besser. Okay, ich habe es eben so formuliert, eben in Anführungszeichen ganz in Ruhe. Wir haben ja hier heute zwei ganz entscheidende Torhüter-Szenen schon im Spiel gehabt. Auf der einen Seite in der 5. Spielminute durch Fernandes das Foul an Fenin, was dann auch zur roten Karte führte. Wie hast du die Szene gesehen? Hast du mitgelitten sogar? Irgendwie leidet man immer mit, wenn ein Torwart Fehler macht, aber das passiert, das gehört zum Fußball mit dazu und zum Glück haben wir dadurch Vorteil gehabt. Hast du die rote Karte berechtigt gesehen oder hättest du eher gedacht? Das ist die Regel. Ich finde sie zwar komisch, weil Elfmeter ist eigentlich Strafe genug, aber so ist die Regel und der Schiedsrichter hat da richtig gehandelt. Okay, dann hatten wir die andere Szene ungefähr in der 35. Minute bei deinem Kompagnon, bei Markus Bröll gehabt. Er hat da den Pass von Patrick Ochs nicht ganz unter Kontrolle bekommen, war vielleicht ein bisschen fest der Pass, aber ist ihm auch unglücklich da vom Fuß gesprungen. Wie hast du die Situation gesehen? Hast du gehofft, oh, bitte hau den jetzt nicht um, dass du auch noch die rote Karte siehst? Ja, natürlich. Der Platz sieht vielleicht von hier oben auch ganz gut aus, aber wenn man unten steht, ich stand ja auch schon ein paar Mal unten, der ist natürlich nicht so im besten Zustand, deshalb kann das schon mal passieren. Okay, kommen wir mal zu deiner aktuellen Situation. Du hast dich ja im vergangenen Heimspiel gegen Hannover 96 verletzt. Für alle im Stadion kam es überraschend, als auf einmal Markus Bröll zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, weil man von dir keine Signalisierung wahrgenommen hat in der ersten Halbzeit, dass du dich hättest verletzt haben können. Wann hast du selbst irgendwie verspürt, dass da was nicht stimmt? War das schon noch in der ersten Halbzeit oder erst in der Kabine selbst? Nee, es war kurz vor der Halbzeit. Das war so kurz nach dem 2:0. Mache ich eine ganz normale Bewegung, ich hüpfe oder mache so einen Sidestep oder zurück und dann merke ich einen Stich in der Ferse und naja, dann denkt man erstmal nichts Böses, aber das wurde dann immer schlimmer und die 2-3 Minuten, die konnte ich noch überstehen, aber ich konnte ja dann in der Kabine auch gar nicht mehr auftreten. Okay, wie sieht es aktuell mit der Verletzung aus? Ja, ist halt 2 Wochen jetzt rum und es heilt ganz gut, ich kann schon wieder auftreten und wie gesagt, so eine Sehne heilt 3 bis 4 Wochen, dann muss man langsam aufbauen, die Sehne wieder an die Belastung gewöhnen. Also wirst du pünktlich spätestens zur Rückrunde wieder fit dabei sein? Ich hoffe. Man muss natürlich auch mit Rückschlägen rechnen, aber ich hoffe, dass ich spätestens Ende Januar wieder dabei bin. Okay, dann kommen wir auf was anderes. Und zwar, ich selbst bin auch Torhüter, bei weitem nicht so dort angekommen, wo du natürlich schon gewesen bist. Deswegen unterhalten wir uns auch hier oben immer, Alex und ich. Wie wichtig ist es für einen Bundesliga-Torhüter überhaupt noch, den ersten Ball definitiv sicher in den Händen zu haben? Du kennst es bestimmt von früher noch, dass man sagt, der erste Ball, den muss man sicher haben, um ein gutes Spiel absolvieren zu können. Du bist ja jetzt schon lange genug Profi, und zwar seit 94, 95 bist du ja dabei. Sieht man das mittlerweile anders oder sagt man auch noch, oh, der erste Ball, der entscheidet bei mir über die nächsten 90 Minuten? Das nicht, aber ist natürlich schöner, wenn man die erste Aktion eine gute Aktion ist. Ist immer schöner. Und dass man gut ins Spiel kommt, dann baut man eine Sicherheit auf, ist natürlich immer besser. Aber entscheidend ist es jetzt nicht. Du weißt ja, dass viele Profispieler gibt, auch vor allen Dingen im Sturm oder im Mittelfeld, die Tore erzielen sollen, dass sie eigene Fußballschuhe sich herstellen lassen, dass da entsprechend mehr bei rumkommt. Wie sieht es im Tor mit den Handschuhen aus bei euch Profis? Ja, da sind wir schon ganz eigen. Also da, wenn ich Ausrüster wäre, würde ich, glaube ich, verrückt werden. Weil jeder Torwart seine eigene Macken hat. Oder der eine mag den Belag ein bisschen dünner, der eine ein bisschen dicker, der eine mag den Daumen so und der eine mag den Zeigenfinger so. Es ist schon, da sind wir schon ziemlich eigen, das stimmt schon. Also hast du auch deine eigenen Handschuhe natürlich? Ja. Wie oft werden die gewechselt? Ich habe die eigentlich immer nur einmal im Spiel an und dann in der Woche über im Training dann. Und dann kommen sie nicht mehr. Ja. Okay, alles klar. Kommen wir mal auf was Besonderes, was immer wieder interessant ist für die jungen Spieler, die schöne Kickernote am Montag. Du hast in diesem Jahr eine Kicker-Durchschnittsnote von 3,07, stehst damit im Bundesliga-Schnitt auf Platz 24, gleich auf mit Stefan Kiesling von Bayer Leverkusen. Insgesamt auf 24? Insgesamt auf 24, genau, richtig. Stellst damit bei der Eintracht den besten Spieler aktuell dar, wenn wir Markus Bröll noch ausklammern, der hat 2,75, aber hat ja wesentlich weniger Spiele noch absolviert. Nimmt man solche Noten wahr? Ehrt einen das oder sagt man eher, naja, entscheidend ist, was der Trainer sagt? Entscheidend ist, dass man Erfolg hat. Mir ist ganz ehrlich egal, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, ob ich eine 5, eine 6, eine 7, eine 8 oder eine 9 haben. Die 3 Punkte haben wir und das ist wichtig. Und okay. Die Noten, das ist
aber er hat ja noch einen Versuch. Ja, das gehört dazu und es ist schön für die Leser. Ja. Hast du es jemals bereut, Torhüter geworden zu sein? Nein, auf keinen Fall. Gab es mal Situationen oder Spiele, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt wäre ich gerne vorne mit dabei und würde auch mal... Ja, natürlich so mal ein Tor schießen, das ist bestimmt mal ein Erlebnis in so einem Stadion, wenn man da das Tor macht und dann die Wand sieht und alle jubeln einen zu. Gibt es da nicht mal so irgendwie so die Möglichkeit, wenn man 3-0 führt und man einen Elfmeter bekommt? So Situationen hatten wir bei der Eintracht auch mit dir schon, dass man dann nicht nochmal sagt, hier, Ocker, komm, geh du nach vorne und hau du das Ding vielleicht mal rein. Ja, Lust hätte ich schon mal, das stimmt. Aber vielleicht beim 4 oder 5 und dann, dass ich ein bisschen mehr Sicherheit habe. Okay, alles klar. Du hast eben angesprochen, dass man seinen Namen auf der Wand liest. Wir haben bei Dortmund wahrgenommen, dass du beim 0-1 Rückstand, wo du ja wirklich dumm unter den Ball durchgeflogen bist, dir das Tor danach nochmal auf der Anzeigetafel angeschaut hast und dann mit dem Kopf geschüttelt hast. Das war wahrscheinlich, weil du dir selbst gesagt, Mensch, was habe ich da für einen Bock geschossen? Oder? Ja, ich habe im ersten Moment einen Schlag unten an der Ferse gemerkt und bin da ein bisschen in Strauch gekommen, deshalb komme ich auch einen Tick zu spät. Im ersten Moment habe ich gedacht, das wäre vielleicht der Dortmund-Spieler, aber ich war einfach zu spät und das habe ich da auch gesehen. Okay. Wie oft schaut man während einem Spiel überhaupt auf die Anzeigetafel? Also ich glaube, ich ziemlich oft. Weil man hat ja irgendwie als Torhüter auch ein bisschen mehr Zeit und da guckt man halt mal auf die Zeit oder eine Szene oder ein Tor, guckt man sich auch nochmal an, das ist keine Frage. Okay, was würdest du als dein Spiel deines Lebens bislang bezeichnen? Oh. Waren das die Bayern letztes Jahr oder magst du sowas überhaupt nicht klassifizieren? Nein. Also das ist das 5-1 gegen Kaiserslautern oder das 6-3 emotional viel schöner gewesen. Also das 0-0 war auch eine schöne Sache. Natürlich habe ich auch da ganz gut gehalten, aber generell von den Emotionen her sind es die zwei Spiele oder auch das Pokalfinale. Schöner, obwohl wir das verloren haben, aber so vom Großen und Ganzen sind das die schöneren Spiele gewesen. Okay, die schöneren Spiele. Das erste Spiel deines Lebens in der Bundesliga, kannst du dich daran noch dran erinnern? Ja, das war gegen Lautern, haben wir gewonnen. 3-1. Genau, 3-1. Das war am 9.9.1995. Da bist du das erste Mal dann für Andreas Köpp reingekommen. Ich glaube, der war damals verletzt, wenn ich mich erinnere. Ja, der hat einen Muskelfaser in der Wade gehabt. Das Spiel also, drauf, was vergisst man nicht. Richtig, das Spiel drauf durfte sie auch nochmal rein. In Leverkusen, dann, ja. Dann hat sie zwei Spiele Pause und dann hat der Köpke in Freiburg die rote Karte ja gesehen. In Gladbach. In Gladbach war Gladbach. Okay. Und da war dann direkt dein nächster Einsatz. Und so hast du die Bundesliga-Luft geschnuppert. Genau. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hättest du trotzdem, Eintracht ist wunderbar, wissen wir alle, wir sind alle Eintracht-Fans, aber gab es nicht doch mal so die Momente, wo du gesagt hast, Mensch, einfach um mal was anderes zu sehen, hätte ich gern wirklich mal kurzzeitig woanders gespielt. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, Ausland hätte schon mal gereizt, aber es hat sich nie ergeben oder wie auch immer und so wie es gelaufen ist, bin ich sehr zufrieden, wie meine Karriere bisher gelaufen ist und wenn man sieht, was hier alles aufgebaut worden ist mit dem Stadion, mit dem Drumherum und ist schon, bin ich froh, dass ich ein Teil davon gewesen bin. Okay, du bist 34, eigentlich so das Alter, wo man sagt, das beste Alter eines Torhüters. Der kann ja problemlos bis 40, 41 im Tor stehen. Sehen deine Ziele genauso aus? Ja, ich will auf jeden Fall noch weiterspielen. Ob ich das bis 40 schaffe, das sei mal dahingestellt, aber 2-3 Jahre möchte ich auf jeden Fall noch machen, weil bis auf die Verletzung tut mir nichts weh. Ich komme noch morgens ganz gut aus dem Bett und wie gesagt, auch bevor das passiert ist, habe ich mich super gefühlt. Und deshalb wäre es noch viel zu früh aufzuhören. Das wollen wir auf jeden Fall noch hoffen, dass du noch einige Spiele machst. Noch zum heutigen Spiel, wie ist dein Tipp, wie geht es hier heute aus? Ja, wir werden jetzt, ein ruhiges Spiel sehen und dann ist 3-0. 3-0. Ja. Wunderbar, Oka, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir gute Besserung. Vielen Dank. Und hoffen natürlich, dass wir dich nicht nur in 3 Jahren, sondern vielleicht in 4 oder 5 Jahren auch noch bei der Eintracht sehen können. Ja. Schön wäre es auf jeden Fall. Und damit geben wir jetzt nochmal kurz zurück ins Studio und machen noch ein bisschen Musik. Danke, Oka. Danke.